Ja, mein Name ist Anke Schäffer. Ich arbeite bei Eisenmann seit 2 Jahren. Ich bin im Sales für die Biogasaufbereitung zuständig. Mein Name ist Johann Halbertschlager. Ich bin der Leiter der Business Unit Umwelttechnik bei Eisenmann und arbeite für das Unternehmen seit 28 Jahren in verschiedenen Funktionen. Bisher wird Biogas in Blockheizkraftwerken verstromt, wobei die Wärme nur teilweise genutzt werden kann. Mit der Biogasaufbereitung bekommt man somit die Möglichkeit, das Biogas zu Biomethan aufzukonzentrieren und so den vollen Energiegehalt des Biogases zu nutzen. Wir veredeln mit Hilfe der Membranen von Evonik das Biogas zu Biomethan. Die Idee ist es, in einen Container alles vorzumontieren, bei uns in Betrieb zu nehmen und dann beim Kunden eine kurze Aufstellungsphase zu haben im Sinne von Plug and Play. Der große Vorteil ist, dass wir im Vergleich zu Blockheizkraftwerken eine Möglichkeit haben, einen Energieträger zur Verfügung zu stellen, der flexibel und speicherbar einsetzbar ist und das Ganze CO2-neutral. Ich habe mich sehr gefreut für das Team. Mit sehr viel Herzblut wurde da gearbeitet. Und zum anderen ist es natürlich eine tolle Auszeichnung für uns als Eisenmann, als innovatives Unternehmen.